Maske! Hier überm Ohr. Das haben wir gleich. Du hast schon mal was gemacht im Fernsehen, nicht? So ab und zu. Ich hab gleich gesagt, die Haxmann kenne ich. Hamann. Sag ich ja. Ich kenne die alle. Laubenheimer, den Regisseur, Kurt Laubenheimer. Wenn ich dem sag, nimm die Haxmann, dann nimmt er dich. Guck mal nach oben. Hamann. Ja, Edith Hamann. Das ist ein Begriff. Evelyn. Ja, hast du nachher mal ein Autogramm für mich? Nicht für mich, ist für meinen Neffen. Ich hab die ja alle. So. Können wir? Ja. Es mag sein, dass es für die meisten Schwulen etwas übertrieben war. Aber ich kenne so viele, die genau so sind. Und zwar ganz genau so. Die Situation kennt man sehr gut und ich kenne auch genau den Maskenbildner. Der arbeitet auch immer noch. Können wir? Sekündchen, Sekündchen. Es gibt ja wenig heterosexuelle Männer, die schwule Maskenbildner spielen können. Aber er kann das eben. Und er macht es eben auch, weil er nicht übertreibt und er eben nicht schwul spielt und eben nicht draufhaut. Sondern da reicht ja auch das Kostüm und die Perücke. Komm, Junge, mach's bildfrei. Also, das finde ich jetzt überhaupt nicht toll, was du eben gesagt hast. Naja, dann mach schon. Ich mach ja. Aber wenn du mich nicht lasst, kann ich es eben nicht machen. Wenn die Evelyn. Wenn die Edith glänzt wie eine Speckschwarte, dann wer ist es denn wieder gewesen? So, wir können. Wer? Wer kann? Ruhe bitte! Studio fertig, wir wollen aufzeichnen. Du, wie finde ich denn das nur wieder? Ich mache hier meine Arbeit und ihr macht eure Arbeit. Schon gut, Dicker. Also, da ich mich ja zur Verteidigerin der Homosexuellen aufgeschwungen habe, weil ich sage, steht mir nicht zu, die Schöpfung umzukrempeln. Es gibt es und so sind die geschaffen und so ist das. Wenn ihr hier Fusch machen wollt, bitteschön. Aber dann müsst ihr euch einen anderen suchen. Es ist so. Ich mach hier meine Arbeit und ihr macht eure. Ist doch so. Fertig. Wir zeichnen auf. Was läuft? Bitte. Kennen Sie Heinz Riedel? Nein. Kennen Sie Professor Dove? Nein. Sehen Sie? Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Die spielt heute vor 30 Jahren oder so. Der Bundeskanzler hatte die Tradition, einmal im Jahr in Berlin einen festlichen Abend als Gastgeber zu veranstalten. Und der Abend, den ich jetzt schildern will, begann mit einem klassischen Konzert, dann die große Pause, man ging ins Foyer, kriegte eine Zigarette und dann läutet es und man geht zurück ins Theater. Und dieser Mann im Blaumann war Vico von Bülow. In der Lebens, nicht auf dem, im Fernsehen, habe ich ihn mal in Berlin gesehen, in der Philharmonie. Da hat er die Berliner Philharmoniker dirigiert. Ganz gut, das hat er ganz gut gemacht. Er ist ja ein musikalischer Mensch. Das war nicht schwer für ihn.
Er hat da ein bisschen rumgehofft, ein bisschen rumdirigiert. Na ja, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass das Dirigieren oft etwas Überflüssiges ist. Die Musiker sagen nicht selten, wenn man sie fragt, was dirigiert der neue Dirigent heute Abend, da sagen sie, was er dirigiert, wissen wir nicht. Wir spielen die Vierte von Brahms. So, solche Sachen hat er ja auch in diesem Stil gemacht. Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir jetzt unser Programm und schalten uns in eine kurzfristig zustande gekommene Live-Übertragung der ARD ein. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner, Dr. Klöbner. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne. Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser. Aber Sie haben es ja wieder abgelassen. Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na, dann lassen Sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte. Gewiss, natürlich. Die Komik der Sache ist, glaube ich, darin zu suchen, dass zwei Leute in einer Wanne sitzen, was ja nicht alltäglich ist, in einem Hotel. Einer in seiner und einer in einer, weil er sich verlaufen hat. Das ist so komisch, da muss man wirklich drauf kommen. Ich wüsste gern, wie er darauf gekommen ist. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne. Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne. Ach. Was heißt ach? Ach, Sie sagten, dass Sie gern ohne Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte ach. Aha. Ich hätte auch aha sagen können, aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen. Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sagte ich nur... Herr Müller-Lüdenscheid... Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner. Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen. Wie wollen Sie das beurteilen? Mein Gott, ich bade ja auch nicht zum ersten Mal. So. Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser zweckmäßiger als ohne. Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein. Ach was? Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten. Herr Müller-Lüdenscheid. Herr Dr. Klöbner, ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich. Höflich. Na also. Es geht um Kommunikation, es geht um miteinander reden. Und das finde ich sehr komisch gemacht, weil sämtliche klassischen Höflichkeitsformen eigentlich komplett eingehalten werden. Da sind Sie ja schon wieder. Jawohl. Passen Sie mal auf. Herr Dr. Klöbner, hören Sie? Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder. Was sagen Sie nun? Sie langweilen mich. Aber ich kann länger als Sie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Was denn? Ehrlichkeit, Toleranz, ja. Mut, Anstand, ja, ja, Hilfsbereitschaft, ja. Tüchtigkeit, Zähigkeit, ja. Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Es kommt auf den Charakter an. Aber ich kann länger als Sie. Und das glaube ich Ihnen nicht. Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig. Wie Sie wünschen. Dann werden wir es ja sehen. Das werden wir sehen. Ich habe schon ganz verschrumpelte Finger. Ich auch. Also, eins, zwei, drei. Vielleicht ist es auch was sehr Männliches. Männer neigen dazu,
Spielchen zu machen. Ich glaube, viel mehr als Frauen. Also dieser Wettbewerb, jetzt das mit dem Tauchen und so, das hätte man wahrscheinlich mit Frauen gar nicht darstellen können. Das passiert nur, wenn zwei Männer zusammen sind, dass man Spielchen macht. Zwei Creme Karamell und ein Kosakenzipfel. Köstlich! Der sieht gut aus. Vielen Dank. Fang doch an, Erik. Nein, ich bestehe darauf. Also gut, weiter. Genau bis hier. Ach, ist das gut. Köstlich. Walter, du musst mal probieren. Danke, danke, ich bin ja gleich dran. Na, dir schmeckt's aber, Erich. Lass ihn doch. Vorzüglich. Genau die Hälfte. Naja, genau die Hälfte? Also abgewogen habe ich es nicht. Die Hälfte war ausgemacht. Willst du damit sagen, dass ich dich übervorteilt habe? Nein, nein. Es klang aber so. Welche Seite hat den größeren Kosakenzipfel? Das sind die Männergespräche, nicht nur unter der Dusche natürlich. Mit seinem Kosakenzipfel versteht Walter keinen Spaß. Mit seinem Kosakenzipfel versteht Walter keinen Spaß, ja. Es ist immer diese kleine Frivolität, die nicht immer, manchmal versteckt. Und das ist auch das Zwinkernde dort. Ich finde das sehr schön. Und wo ist das Zitronencremebällchen? Vielleicht habe ich es versehentlich verschluckt. Versehentlich? Es gab nur noch einen Kosakenzipfel und den wollten wir teilen. Also auch das Zitronencremebällchen. Dafür habe ich weniger von den Mokkatrüffeln genommen. Weniger? Hier wäre die Hälfte gewesen. Wäre. Wo? Hier. Da kommt dann der Futterneid durch. Der hat viel mehr auf dem Teller, ich kenne das. Aber diese Hälfte ist dicker. Sie ist dicker als die ich gegessen habe. Erich, du kannst ja gar nicht beurteilen, wie dick die Hälfte war, die nicht mehr da ist. Walter, nur lass doch. Aber ich kann beurteilen, wie dick die Hälfte ist, die noch da ist. Offensichtlich kannst du das eben nicht. Ich bitte dich, Erich. Du hast doch darauf bestanden, dass ich den Kosakenzipfel teile. Weil ich dummerweise mit deiner Zuverlässigkeit gerechnet habe. Nein, weil du damit gerechnet hast, dass ich mir aus Höflichkeit die kleinere Hälfte nehmen würde und du dann die größere kriegst. Das ist doch... Aber nicht mit mir. Erich, wie kannst du so etwas sagen? Nicht mit mir. Ihr verderbt uns den ganzen Abend. Sie haben mir vom Kosakenzipfel kaum was übrig gelassen. Sie haben mir das Zitronencremebällchen weggegessen und wagen es noch. Ich wage es zu behaupten, dass Sie mich übervorteilen wollen. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, die ich mir in dieser Form verbitten möchte. Und den zweiten Kosakenzipfel, ihr Herren? Naja, Kosakenzipfel. Also, da ist ja interessanter, wie sich der Kellner benimmt. Die interessante Figur ist der Kellner. Das ist natürlich gut beobachtet. Das hat der Loriot schon oft gesehen, wie die Kellner sind und wie die Kellner etwas hochmütig sind. Der ist ja hochmütig. Ja, ganz witzig. Herr Ober, Sie werden bestätigen können, dass dies doch wohl die Hälfte von diesem Kosakenzipfel ist. Bitte? Halt, antworten Sie nicht. Sie sind durch die infame Art der Fragestellung schon beeinflusst. Die Frage ist die. Wäre eine Hälfte der zwei gleich großen Hälften von diesem Kosakenzipfel größer als diese kleine Hälfte? Oder als diese wäre, absolut gleich große Hälfte? Oder wäre die kleinere Hälfte... Diese gleich große Hälfte? Wäre diese Hälfte etwa größer als eine von den beiden gleich großen Hälften? Den Kosakenzipfel habe ich eben serviert und den anderen vorhin. Wohl sein, wohl sein. Kann man hier wohl noch ein vernünftiges Gespräch führen, ohne ständig unterbrochen zu werden? Ich verbiete Ihnen, in diesem Ton mit meiner Frau zu sprechen. Dann erlauben wir uns zu gehen. Die Rechnung bitte. Gestatten Sie? Bitte sehr. Man soll eben auf Campingplätzen keine Bekanntschaften machen. Sie haben uns doch zuerst angequatscht. Um Sie von Ihrem besoffenen Gatten loszueisen. Nein, weil Ihr sauberer Herr Gemahl dieser Camping-Casanova hinter allem her ist, was Beine hat. Entschuldigung, benötigen Sie einen Weihnachtsmann. Ich bin Student. Jodelschnöpfe! Winselstute! Rette! Er wurde mal gefragt in der Süddeutschen Zeitung. Dieses Interview. Sagen Sie, die Reporterin Loriot, Herr von Bülow, bei Ihnen ist so gar nichts mit Sex und Erotik, sagt er zu ihr. Gnädige Frau, ist Ihnen da nicht etwas entgangen? Da! Da ist das Rotlicht! Wo? Da! Wo? Ah ja! Herr Professor Heubel. Die pneumatische Plastologie ermöglicht durch Atemtechnik plastische Veränderungen am eigenen Körper. Punkt. Ah ja. Unter der Voraussetzung äußerster Konzentration. Können Sie das hier demonstrieren? Selbstverständlich.
Dann seien Sie doch so freundlich. Ich bitte um äußerste Ruhe. Sagenhaft. Ist es, geht das, ich meine, können Sie das mit jedem Körperteil? Natürlich. Ach. Passen Sie auf. Nein, nein, vielleicht ist es besser. Ich bitte um äußerste Ruhe. Ja, 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 sagenhaft. Aber wozu ist das nützlich? Nützlich, Herr, Gilling. Herr Gilling, der Wissenschaftler arbeitet uneigennützig im Dienste der Menschheit. Wissenschaft ist keine Frage der Nützlichkeit, sondern des Fortschritts. Ah ja, aber es sieht so unschön aus. Natur ist überall schön. Herr Professor Heubel, könnte beispielsweise auch ich persönlich mich durch konzentrierte Atemtechnik plastologisch verändern? Natürlich. Jetzt gleich? Halten Sie die Atmung an. Ja. Heben Sie das Zwerchfell. Konzentrieren Sie sich auf einen Körperteil. Ja, ja. Pressen Sie leicht. Jetzt stärker. Na bitte. Sagenhaft. Und jetzt wieder zurück. Warum? Unsere Sendezeit ist um. Ach so. Und ich? Atmen Sie kräftig aus. Entspannen Sie das Zwerchfell. Ja? Entspannen. Ja doch. Noch mehr? Mehr kann ich nicht. Nicht verkrampfen? Nein, nein. Mein Gott, tun Sie doch, was ich sage. Tu ich ja. Sie stellen sich aber sehr ungeschickt an. Ich mache genau, was Sie sagen. Aber das Ding wird nicht kleiner. Das sehe ich auch. Denken Sie an was Kaltes. Mir fällt nichts ein. Dann kommen Sie Ende August in meine Sprechstunde. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte. Wir brauchten ein neues Bett. Und da kamen wir in so einen Bettenladen. Und da begrüßte uns ein Verkäufer mit einem weißen Kittel, so blau paspaliert. Und ich dachte, ich bin bei Loriot in der Sendung. Loriots Fähigkeit zuzuschauen war so immens, dass sie im wahren Leben immer wieder Typen begegneten, die er zum Gegenstand seiner Werke gemacht hat. Wir beiden haben uns angeguckt, meine Frau und ich, als der sagte, sie könnten sich auch mal probeliegend da hinlegen. Da haben wir angefangen zu lachen und er glaubte, er hätte einen Scherz gemacht. Es war Loriot, wie er leibt und lebt. Und immer, wenn wir an dem Laden vorbeigehen, denken wir an Loriot. Sie können gern probeliegen, wenn diese Herrschaften... Wir hätten nur eben gern noch die Bauchlage. Bitte sehr. Naja, das ist gut von der Idee her. Denn wenn das ein Schrankkauf wäre, wäre die Sache so witzig nicht. Sie ist komisch, weil es sich um einen Bettenkauf handelt und die Betten ausprobieren wollen. Dieses Ehepaar, das die Betten ausprobiert, ist natürlich ein komischer Einfall. Man lacht darüber, wenngleich man ein bisschen denkt, man lacht unter dem eigenen Niveau. Naja, aber so muss das sein. Sie könnten ja schon mal im Modell Presto-Probe liegen. Bitte schön. Aber Allegro bleibt in engerer Wahl. Bitte hier herüber. Modell Presto mit dreifachem Federkern und Stützsperre. Wir sollten es zunächst in der Bauchlage probieren. Ich schlafe nie auf dem Bauch. Du sollst jetzt auch nicht schlafen. Also, wir nehmen dies hier. Moment! Das Bett hatten wir zuerst belegt. Ich sagte gerade zu meiner Frau, hier schlafen wir nicht. Herr, wie ist Ihr Name? Hallmackenreuter. Herr Hallmackenreuter, das Modell Allegro war in engerer Wahl. Packen Sie das Bett ein, wir nehmen es mit. Ich sagte gerade, das Bett ist gekauft, Herr, Hallmackenreuter. Na schön, Sie werden ja wohl zwei von der Sorte haben. Wir führen nur Einzelstücke. Dann fordere ich Sie auf, unser Bett zu verlassen. Das fällt mir nicht im Traum ein. Wie Evelyn Hamann da auch drin sitzt und natürlich sehr eindeutige Bewegungen macht, die sicherlich nichts mit dem Einschlafen zu tun haben, sondern eher mit dem Wachbleiben. Und ja, auch das mag ich. Es wird nie vulgär, aber es kommt immer noch so eine kleine Spitze rein auch. Er ist sexy. Loriot ist absolut sexy, finde ich. Hopsen Sie doch nicht so. Ich kann hier hopsen, solange es mir passt. Meine Frau hopst, wo sie will. Fritz, was machst du denn da? Hertha, dies ist das Modell Andante mit Spannmuffenfederung. Es ist in der Rückenlage etwas stramm. Komm doch mal.
Entschuldigung, gnädige Frau, aber Sie waren an diesem Modell ja nicht interessiert. Ich werde wohl noch das Recht haben, mit meinem Mann ein Bett auszuprobieren. Ganz recht, aber nicht mein Bett. Herr Heckmühlenreiter? Hallmackenreuter. Das Bett ist gekauft. Sehr wohl. Darf ich Sie bitten, mein Bett zu verlassen? Meine Gattin bleibt, wo sie ist. Sie wollte das andere Bett nehmen. Das wollten Sie uns ja nicht überlassen. Edith, so war es doch. Jetzt rufen Sie bloß noch Ihre Frau zu Hilfe. Wie lange sind Sie eigentlich verheiratet? Wir sind nicht verheiratet. Ach. Ach was. Und wozu brauchen Sie dann ein Doppelbett, wenn ich fragen darf? Sag's ihm, Edith. Sind Sie verheiratet? Nein. Wozu brauchen Sie dann ein Doppelbett? Sag's ihm, Edith. Finde ich schön. Das ist. Das hat was. Was hat das? Witz. Wie kann man mit jemandem im Doppelbett schlafen, wo man nicht verheiratet ist? Hm? Man denkt, Kardinal Meissner redet. Hm? Aber das passt eben da auch hinein. Edith? Ihre Bekannte schläft. Das geht sie überhaupt nichts an. Ich werde doch wohl noch feststellen dürfen, wer in meinem Bett schläft. Ich habe hier noch das gleiche Modell in Leichtmetall mit vernickelten Gelenkmuffen. Und wie ist es da mit dem Matratzenbezug? Ich habe immer gern etwas gedeckte Töne. Ich schau mal nach. Hertha. Ach, wenn meine Gattin aufwacht, nimmt sie gern eine Tasse Tee mit etwas Gebäck. Die Spießbürger und ihre Sitten, die werden verspottet. Das macht er ganz gut, das kann er. Was kann man, wie soll man, ich meine, wozu... Bitte? Ich meine, wie benutzt man den Familienverwender? Familienbenutzer, Herr Rösner, Familienoriginalbenutzer, gell? Ah ja, Originalfamilien... Es ist ein Artikel, der schon durch seine gefällige Form anspricht. Er ist formschön, wetterfest, geräuschlos, hautfreundlich, pflegeleicht, völlig zweckfrei und gegen Aufpreis auch entnehmbar. Ein Geschenk, das Freude macht. Für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? So, so. Ja, nur noch wenige besinnliche Tage trennen uns vom Fest. Und schon verleben wir den Weihnachtsabend im Kreise unserer Familie Hoppenstedt, die uns so sehr ans Herz gewachsen ist. Hatte ich noch irgendwelchen Text? Nein. Ah ja. Früher war mehr Lametta. Dies Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün. Mit frischen, natürlichen Äpfeln. Naturfrisch und umweltfreundlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Nein, Walter. Erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus. Dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir Fernsehen und dann wird's gemütlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im dritten Programm an, packen dabei die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich. Es ist aber jetzt mal gemütlich. Gemütlichkeit wird so verordnet. Gemütlich wird an so einem Tag verordnet und gemütlich wird an Feiertagen in Deutschland verordnet. Und gemütlich wurde sich früher in der Familie verordnet. So auch natürlich hier. Es ist so etwas völlig Unentspanntes, sowas von Gespanntes, sowas von Schreckliches. Also Familienweihnachten, wie man es nie erleben möchte. Dicky, wirst du wohl in deinem Zimmer bleiben, sonst wird der Weihnachtsmann ganz böse. Früher war mehr Lametta. Dies Jahr ist der Baum grün und umweltfreundlich. Fröhliche Weihnachten. So, Kinder, es geht los. Opa, hilf mir jetzt ein bisschen und Vati knipst den Baum an. Ja, noch. Fröhliche Weihnachten. Was? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Dicky, wo steckst du denn? Fröhliche Weihnachten, mein Schatz. Ich heiße Katja Bogdanski und habe vor vielen Jahren als Dicky Hoppenstedt bei Vico von Bülow Loriot die Rolle des kleinen, dicken, pummeligen Kindes, das es hieß Dicky, gespielt. Fröhliche Weihnacht! Hopsa! Diese Szene haben wir auch in der Tat, also ich weiß nicht, 15, 20 Mal gedreht. Und ich hatte auch zum Schluss eine Beule, ich glaube, die... Meine ich, sie war heute noch. Fröhliche Weihnacht. Hopsa.
So. Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Nein, das nicht. Und jetzt wird ausgepackt. Ich weiß nicht, wie viele Szenen immer wieder geholt worden sind. Bis zum Exzess. Also bis zum Feintuning. Das ist eben halt seine Präzisionsarbeit. Als Kind fand ich das sehr, sehr anstrengend. Hier ist dein Geschenk, Opa. Und jetzt sei ein bisschen gemütlich. Schau mal, Walter, ein Heinzelmann-Saugblaser, original verpackt. Eine Krawatte. Damit du deine Lieblingsplatte immer schön in deinem Zimmer spielen kannst. Kinder, seht euch den Baum an. Eine Krawatte. Die Opa. Ich will meine Platte spielen. Du suchst dir jetzt sofort eine andere Steckdose. Sei doch nicht so ungemütlich. Eine Krawatte. Ach, Kinder, ist das gemütlich bei uns. Märsche sind Märsche, ne? Also so ein guter Militärmarsch, der will doch gehört sein. Gehört doch in jedes Haus rein, so in die Plattensammlung, so zwischen Kuschelrock und dem ganzen Zeug. Ne? Ach nee, Opa, sei jetzt gemütlich und guck mit dem Fernsehen. Ja, 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 ja. Was ja auch kaum jemand weiß oder auch wirklich bewusst wahrgenommen hat, dass Loriot auch sehr politisch war. Also es gibt etwas über Abrüstung, also über Aufrüstung, Kernkraftwerke und so weiter. Spielt Vati jetzt wohl mit Dicky das schöne neue Spiel? Schau mal, Dicky, wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da sind Bäume und Häuser und Kühe. Die möchten gerne ein schönes Atomkraftwerk haben. Er ist politisch, kann es aber so subtil verpacken, dass wahrscheinlich selbst der Rechte da sitzt und sagt, herrlich. Das ist genial. Ach, wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre. Das ist der kleine Neutronenbeschleuniger. Das ist die Brennkammer. Dicky, nicht die Kuh umwerfen. Und jetzt setzen wir diesen winzigen Uranstab ganz vorsichtig in die Brennkammer und die Sicherheitskuppel obendrauf. Fertig. Darf Mutti auch mal zugucken? Wenn wir was falsch gemacht haben, dann soll es jetzt Puff machen. Wieso Puff? Mein Gott, das macht eben Puff. Dann fallen alle Häuser um und alle Kühe. Fantastisch. Aber es macht nicht Puff. Es hat Puff gemacht. Entzückend. Familie Hoppenstedt wünscht frohe Feiertage. Muss das sein? Jawohl, es muss sein. Das ist nämlich ein Kinderspiel und Weihnachten ist das Fest des Kindes. Komm, wir decken was drüber. Vater, wir sind stolz auf dich. Ich habe keine Lust, mich Heiligabend mit diesen Spießern rumzuärgern. So, Kinder, jetzt machen wir es uns gemütlich. Erst wird aufgeräumt. Und du gehst jetzt ins Bett, Vicky, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Sehen Sie, der Loriot ist ein Mann von außerordentlicher Vielseitigkeit. Er kann sehr viel. Was ist er eigentlich? Komiker, Kabarettist, so ein Sketchmeister. Ja, er kann viel, das ist sicher. Und er zeigt sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Seine Sketche sind in Ordnung, ja. Wir tun einfach alles ins Treppenhaus. Mal sehen, ob die Luft rein ist. Hallo? Benötigen Sie einen Weihnachtsmann?
Abschließend möchte ich mich für das in den letzten 45 Minuten im Bereich der Sender Hamburg, Berlin, Bremen, Köln, Frankfurt, Saarbrücken, Baden-Baden, Stuttgart und München ausgestrahlte Programm entschuldigen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass im Zuge der Sparmaßnahmen dieser Beitrag von nun an voraussichtlich täglich wiederholt wird. Guten Abend. Spooker, speakers.